So, mein Lieben, wir kommen hier zum Battle MC Goyner gegen Caranova vom B-Day Nummer 10. Da war ich noch nicht im Gebäude, weil ich erst später kam. Das erste Battle an dem Tag war Mighty P gegen Karma. Danach kam Caranova gegen Goyner. Dann kam, glaube ich, Jarambo gegen Jolly J. Taggy gegen Kato. Dann kam noch ein Beatbox-Battle und dann das Battle von Craze und mir. Ja, jetzt sind wir hier. Das ist mein nächster Gegner. MC Goyner ist mein nächster Gegner. Ich glaube, das Video kommt wahrscheinlich. Ich werde es extra so timen. Wahrscheinlich 3 Tage vor unserem Battle raus. Genau. Also werden wahrscheinlich jetzt wieder sehr viele Kommentare unter diesem Video sein, nachdem, boah, man merkt voll, dass der Cynic gerade auf dem Anti-Goyner-Film ist. Aber ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal ein Goyner-Battle beäugt habe. Auf jeden Fall war es, glaube ich, gegen Rolling G auf jeden Fall. Das war richtig, richtig geisteskrankes Battle. Und wie ich es immer mache, beäuge ich immer ehrlich und nicht irgendwie nach dem Motto, okay, das könnte nicht gut kommen, wenn ich dem das sage, weil ich battle den doch demnächst und das ist nicht meine Meinung. Wie kann ich es umschreiben? Immer Freestyle, frei von der Leber weg, frei von der Leber weg, one take. Was geht ab? Wir sind hier bei Dom. Nice, 10. Geburtstag. Wir haben heute zwei hungrige Motherfucker am Start. Und zwar zu meiner linken Seite der Bruder, der in den letzten, keine Ahnung, ein Jahr die übelste Entwicklung hingelegt hat. Und ich meine nur Battle-Rap-technisch, wie ihr alle sehen könnt. Er hat übelst an sich gearbeitet, an seinen Skills und er sieht immer besser aus, er performt immer fresher, angereist aus Bergheim, macht mal Lärm für MC Goyner! Ist einfach wirklich ein neuer Mensch. Er hat einfach ein Gesicht jetzt. Crazy. Und zu meiner Rechten, er hat den letzten Gegner seine Rastas abrasiert und trägt sie jetzt selbst, Alter. Einer der heißesten Contender, ich bin selber Fan von beiden, wenn man ehrlich ist. Okay, gib bitte genauso viel Energie angereist aus Hildesheim für Caranova. Die beiden haben sich geeinigt, dass Cara starten wird. Erste Runde Caranova, let's go. Echo Berlin! Caranova war letztes Mal, den mag ich auch. Die sind auch, glaube ich, cool miteinander eigentlich, ne? Der ist ja auch in dieser Tobi Hai, Shih Tzu, Goyner, Caranova, ist ja alles so ein Brei. Der war letztes Mal auch, den habe ich zu einer Comedy-Show eingeladen mit seiner Freundin. Da war der da in Köln, glaube ich. Netter Typ auf jeden Fall auch. Schon wieder kein Main Match. Danke, Grace. Danke, Cynic, Jarambo, Kato, Taggy. Danke, Jolly J. Aber vor allem danke dir. Das Battle sollte letztes Jahr bei der FOB stattfinden. Schon da hättest du niemals eine Chance gehabt. Ich habe es verschoben, weil ich kurzfristig den Therapieplatz bekommen habe. Wir haben es abgesagt. Erstmal auf unbestimmte Zeit. Als ich ready dafür war, schrieb ich dir, Junge, es wird Zeit, dass ich dich Hundesohn zerreiße. Und du hattest immer noch Bock. Doch meintest richtig frech, lass mal lieber bei Diltily machen, denn da gibt es mehr Klicks und Cash. Hast du mal an die FOB gedacht? Dich jucken die Veranstalter gleich null. Ich hab dich entscheiden lassen, denn ich stand in deiner Schuld. Jamie meinte, ich sollte mit meinen Texten lieber große Gegner wie Nice battlen. Dann könnte man meine Title-Chancen für nächstes Jahr mal 3 rechnen. Ich sagte nein, ich hab's versprochen, also kannst du das Ding gleich setten. Damit warst du im Fixing-Chat besiegelt. Du kannst gerade auf 1200 Leute gucken. Und ich noch in den Spiegel. Und das ist der einzige Grund, warum wir beide dann in diesem Einzelkampf in dieser Mitte hier stehen. Ich fasse den Scheiß zusammen. Ich verliere lieber den Title Run als meine Integrität. Heißt, weil ich zu meinem Wort stehe, stehe ich unten auf der Matchcard gegen dich. Und weil du nicht zu deinem Wort stehst, stehst du im Festsaal gegen mich. Du gewinnst. Feiert er auch noch? Ja. Also das Ding ist ja so, ich habe ja die Welle so ein bisschen losgetreten mit diesem verlangt mal Gagen, seid mal ein bisschen cleverer, pipapo, da gibt es mehr Klicks und Cash. Aber das sollte natürlich auch, also was ich da teilweise von Veranstaltern und auch Battle-Rappern höre, was die für Gagen verlangen,
wo die Veranstalter dann sagen, sag mal, bist du, weißt du nicht, also bist du dir deines Wertes nicht bewusst? Das ist wirklich krass. Also viele Leute denken so, weil jetzt einer oder zwei oder drei oder vier oder fünf sukzessive mehr bekommen aufgrund ihres Standings oder keine Ahnung was, Anziehungskraft oder sonst irgendwas oder Ticketverkäufen, dass das einfach bei jedem so ist. Aber das ist ja nicht generell, dass den Battle-Rappern mehr Gagen gezahlt werden, sondern das muss ja auch irgendwo passen. Also, und sei mir nicht böse, ne? Aber das wird jetzt keine krasse Differenz gewesen sein. Es wird jetzt vielleicht eine Differenz von 300 € gewesen sein zwischen FOB und Dilteli. Und was Klicks angeht, keine Ahnung, Alter. Also, Future of Battle Rap. Ich weiß nicht, ob bei dir, ob, ich weiß nicht, wie viele Views dieses Battle hier macht, ne? Bin ich ganz ehrlich. Du gewinnst mehr Gage, du gewinnst mehr Klicks durch dieses Match, doch verlierst das Battle, Sympathien und meinen Respekt. Aber wollen wir die reinen Fakten mal zur Seite packen und kommen zu den ganzen Witzen? Es ist der Nordverdreher aus Wordkorea. Ey, da gibt's einen Rapper mit einem Christie-Swagger und heute werde ich diesen Penner ermorden. Ich zersiebe den zehnmal. Mich zu battlen ist wie du in den Augen deiner Eltern ein schwerwiegender Fehler. Guck mal, ich kenne keine Grenzen. Ich beleidige deine Mutter. Ich sag auch das Z-Wort. Zucker. Ey, du hattest nie Wake and Bake. Du warst so ein Heavyweight. Du hattest eine Pfanne am. Ist jetzt aber auch kein Ausschlusskriterium, dass jemand nicht cool ist, ne? Du hattest nie Wake and Bake. Du bist nie aufgewacht und hast dir direkt eingezwirbelt. Ja, gut. Du hast noch nie um 10 Uhr mittags Hero gespritzt. Du warst noch nie um 9 Uhr morgens besoffen. Nachtisch und macht es Bacon Wake. Ey, eine langjährige Tradition unter den Topals sind die Schlauchmägen oder Magenbänder. Im Verhältnis zu dir war in deiner Inzestfamilie sogar dein Vater fetter. Ey, wie viel willst du noch abnehmen, Amigo? Noch 3 Monate und du feierst Armlehnen in den Kinos. Referenz auf sein Battle gegen Phasenkind, glaube ich. MC Goyner gegen Phasenkind. Goini, ich scheiß auf dein Low Carb. Du bist so dünn, du wiegst nur noch eineinhalb Caranovas. Und das ist der Maßstab, Digga. Ey, du hast fast 130 Kilo abgenommen. Respekt. Nur ist die Info bei deinen Beinen noch nicht angekommen. Beim Männer Weekend warst du fresh gestylt und Bro, ich lieb das. Du holtest diesmal von deinem Modedealer mit großer Vielfalt dope Sneakers und eine mandarinfarbene Jacke zur Cap in farblicher Kombination gefeatured. Du sahst von Farbe und Form aus wie so eine Orangina. An jeden Hardcore-Fan von Farid Bang, kleiner Tipp im Voraus. Wenn ihr den Leg Day wirklich skippt, seht ihr eines Tages so aus. Das war die erste Runde von diesem Caranova. Rap über die Haare und die Drogen, doch dieser Ansatz ist schon tot, Mann. Grip hier ein Line an meinen Lines, so macht es jeder, weil die dope waren. Denn es gibt viele gute Battle-Rapper, aber es gibt nur einen Caranova. Eins. Okay, 3, 4 Minuten. Locker leichte Runde, möchte ich mal sagen. Ein paar seichte, oberflächliche Bars. Die jetzt auch, also war jetzt nichts was dabei, was krass gehittet hat, so. Den Anfang konnte man auf jeden Fall fühlen. Den Anfang konnte man auf jeden Fall fühlen, so. Hat jetzt auch nicht die größten Reactions bekommen. War eine okay Runde. Seid ihr bereit? Er macht hier auf hart. Dabei sind wir in Wirklichkeit richtig befreundet. Das war richtig wack. Du sagst, ich bettel hier nur wegen Klicks und Cash, aber du bettelst auch heute hier für Klicks und Cash. Also wo ist der Unterschied? Wie gesagt. Ja, stabiler Konter auf jeden Fall, plus die neuen Bewegungen. Wir sind miteinander befreundet. Eigentlich sind wir Bros. Und deshalb denken die meisten, das hier wieder ein öder Kampf, so wie Manuelsen gegen böse Mann, doch.
Denk mal an Kain und Abel. Nur weil das mein Bruder ist, heißt es noch lange nicht, dass ich dich heute nicht töten kann. Es ist der Wortverdreher. Okay, das war ein vorgeschriebener Freestyle-Konter. Freestyle-Konter, weil man Goinis Freestyle-Qualitäten auch kennt und weil er so zweilagig war, ne? Öder Mann, böse Mann, weiß ich nicht, töten kann. Das ist vorgedacht. Aber das ist auch legitim. Ich wollte es nochmal sagen. Aus Nordkorea! AKA der Gypsy Rapper mit dem Christen-Swear! Vor genau. So hört sich das an, wenn von 1000 Leute so 150 mitschreien. Ich dich heute nicht töten kann. Es ist der Wortverdreher aus Nordkorea! AKA der Gypsy Rapper mit dem Christen-Swear! Vor genau 9 Monaten habe ich hier gegen Heiligen John gebattelt. Und boah, war das scheiße, Atze. Die ganze Crowd hat sich weggecringed, weil ich nur Scheiße machte. Und spätestens, als ich Heiligen John den Nazi genannt habe, belächelte mich die breite Masse. Ich fühlte mich wie Amber Heard, weil dieser Depp namens Johnny mich geschlagen hat und die Judges auf seiner Seite waren. Um mal ganz kurz, weil ich bin jetzt gerade auch in der Dingsbums natürlich in der Vorbereitungsphase drin. Das ist jetzt Classic Goini. Das macht er auch schon seit seines Battle-Rap-Lebens. Aber jetzt macht das halt mit den Ami-Bewegungen dazu. Das ist halt das ganze Battle, also die ganzen Battles bestehen also wirklich daraus. Irgendeine Line und dann aber denkt mal nach, weil der Johnny und Depp geschlagen haben und die Judges auf seiner Seite. Also jede Line ist so ein Satz und dann kommen wir okay, so. Das ist jetzt 9 Monate. Das ist das Rezept. Her. Ich hab krass verkackt, doch Jamie bucht mich auf dem besten Event aller Zeiten und denkt sich nur, Mashallah, mach noch mal. Und ich mach nochmal. Heute gibt es keine Jokes, keine Slip-Ups. Enttäuschen werde ich niemals nie. Ich bin heute wie Eden Hazard bei seinem Wechsel zu Real. Nicht weil, und jetzt kommt wieder die Erklärung. Gekommen, um zu spielen. Nein, heute gibt es... Ja, heute gibt es tiefe Angles. Punch wird sich mit Punchlines und Scheme zerfetzen. Werd heute alles außer billige Witze rappen. Also quasi das Gegenteil von einem Cynic Battle. Du kommst hier niemals. Ah, Wahnsinn. Der meint, ich erzähle nur Witze. Werd sich mit Punchlines und Scheme zerfetzen. Werd heute alles außer billige Witze rappen. Punchlines und Schemes, okay. Also quasi das Gegenteil von einem... Also quasi das Gegenteil von einem Cynic Battle. Das ist alles 1:1, Ami. ...einem Cynic Battle. Du kommst hier niemals auf Siegertreppchen, weil dir die nötigen Lines fehlen, die du eigentlich brauchst. Ich bin so gespannt, wie der das macht, wenn er ein Mikrofon in der Hand hat. Das sieht ja dann komisch aus. Das ist ein Style, den die Amis machen, weil die immer beidhändig performen, immer mit Steckmikes. Und den kannst du mit dem Mikrofon, das wird der wahrscheinlich beim Üben schon gemerkt haben. Als würden wir in deiner Klinik battlen. Junge, ich gebe einen Fick auf deine Siegesserie. Ich gebe einen Fick auf den Status eines Titelcontenders, denn heute bekommst du Boxer ab, bis dein Knochen knackt. Was für Favorit, du hast 2 Battles in 2 Jahren und bist trotzdem Titelcontender. Mir fehlen die Worte, Mann. Doch dann kam sein Comeback gegen Craze, wo 1000 Leute zusahen, wie er dich ermordet hat. Danach das Contender-Voting, wo du mit 6% die wenigsten Votes bekamst. In der gleichen Zeit habe ich 7 Battles gemacht, von denen ich 5 klar gewonnen habe. Heißt, obwohl ich die Magenverkleinerung hatte, bist du derjenige, der seinen Hunger verloren hat. Legitime war's. Ich habe in den Kommentaren allerdings gelesen, dass Leute massiv anzweifeln, dass ich von den letzten 7 Battles 5 klar gewonnen habe. Aber das hat bei dem Battle auf jeden Fall erstmal gezogen. Und dieses obwohl ich die Magenverkleinerung habe, bist du, der den Hunger verloren hat, ist auch eine legitime Punchline auf jeden Fall. Allein, wie der zum Contender wurde, ist richtig traurig. Nicht, weil man sah, wie er heftige Gegner aufschlitzt, sondern weil du der Einzige warst, der während der Corona-Zeit regelmäßig auftritt. Ich meine, Digga, du hast ein Battle gegen Mr. White in einem Wald. Real talk. Wo vor Ort
noch nicht mal eine Crowd ist, als keine Zuschauer da waren, sah jeder deiner Gegner nach dem Battle aus, als ob er missbraucht ist. Doch seitdem es wieder Events gibt, sieht man deinen Namen in den Contender-Diskussionen überhaupt nicht. Doch sehe ich positiv, Lukas, kein Titelmatch, aber dafür ein Foodtruck. Und diese Metapher ist auch sehr sick. Was haben seine Corona-Battles und ein Foodtruck gemeinsam? In beiden Fällen kann er nur Leckerbissen delivern, wenn der Motor nicht am Laufen ist. Doch ich fick heute nicht nur dich, ich fick deinen ganzen Klick mit dem Kamehameha. Mauser so, oh mein Gott, Bilal sagt Abi Mashallah. Denn ich fick heute die Partner meiner Kollegen vor laufender Kamera. Ich bin Karim Benzema. Ey, Mauser, du bist ganz okay? Du machst mit ihm Studio-Session, wo er rappt und du Beatbox. Doch so bekommst du keinen krassen Fame. Du machst Beatbox für Caranova, doch ich box Caranova zum Beat. We are not the same. Und Bilal, der größte Dulli auf der Behindi-Gang. Und der. Real Talk. Und der deutscheste. Wie in Real Talk immer wieder rettet auch, ne? Goidi redet über eine Behindi-Gang. Und der deutscheste Kanacke, den ich jemals gesehen habe. Und ich kenne Mr. White im Indoor-Stand. Und Tobi Hai guckt immer auf meinen Sack. Doch. Just Facts, alles Facts. Doch keine Angst, Digga, ich beleidige dich nicht. Also reg dich wieder ab. Denn wenn ich dich mal ficke, dann findet das woanders statt. Und zwar in einem Contender-Match. Und Shitso, gegen dich sage ich nichts. Du bist einfach ein Schatz. Spaß, ich hab Angst, dass du dieses Battle heute judge. Leute, seit 7 Jahren steht in den Kommentaren, Goina wird niemals ein Top-Tier, okay? Trotzdem komme ich hier hin und zerstöre diese Freaks, so unnötige MCs. Ich bin so ein Top-Tier. Als ich das letzte Mal in dieser Stadt war, dachten die Leute, es läuft ein Löwe durch Berlin. 1-0, Junge! So drüber, so süß. Ich habe letztes Mal auf seinem Insta auch gesehen, wie der da Rebuttal Game Crazy, also nach dem Motto, ich bin konterstark, da bringt einfach ein Battle Rap Gegner irgendeine Sinan G Bar und Goini kontert mit, ja, ich bin Sinan G, weil jetzt wird das Kind gefickt und rastet aus, was, genauso wie hier, 1-0, easy, ich werde liebt Battle Rap über alles und das sind natürlich maximale Erfolgserlebnisse, die der hier hat. Deswegen freuen sich die Leute so wie Nidal und Caranova auch mit ihm wieder so. Der ist halt einfach drollig, ne? Ja. Und ich würde aber auch sogar sagen, ich würde die erste Runde, glaube ich, auch an Goina geben. Also der hat die Leute bei sich, der hat mehr Haymaker gehabt. Caranova hat gut rumgeplänkelt so. Also für mich, ich meine, er sagt das sowieso jedes Mal 1-0. Ja, ist halt auch aus dem Ami-Battle-Rap, dass man nach der Runde das ansagt. Und Easy ist von Murder Mook, auch Ami-Battle-Rap. Aber ich finde cool, dass er das feiert, dass er das auch überhaupt versteht und dass er dieses Feuer reinbringt. Und ich würde auch sagen, wenn ich das jetzt judgen müsste, würde ich die erste Runde auch an Goina geben. Easy! Eigentlich haben wir noch keinen Battle, weil Caranova bis jetzt nicht so stark war. Mies geiles Battle, beide haben Hunger, Alter. Also die Energie lebt, also das Battle, die gesamte Battle-Rap-Energie ist bei MC Goina gerade. Ich lass sie einfach weitermachen. Zweite Runde Caranova, let's go. Ey yo, die Runde war tight. Du sagst, ich komm nicht aufs Siegertreppchen oder wir sind hier zu zweit. Ja! Schieß nicht. Sag nur ein Wort. Ich frag mich, was mit dir stimmt. Leute sagen, du hast einen Sprachfehler. Lack, du hast 5. Ein Sprech- und Sprachtherapeut glaubt bei deinen Bars an Wunder, denn du allein bist ein logopädischer Jahresumsatz. Du betonst den Buchstaben D wie ein T, ein G wie ein K und das B wie ein P. Das gibt's doch gar nicht. Ey, du... du lispelst ziemlich doll. Bruder, safe, das ist voll Panne. Und du machst statt und das klingt wie Bacon in der Pfanne. Oh.
Ich glaube langsam, du machst das mit Absicht. Die YouTube-Untertitelfunktion hasst dich. Ein schöner Run. Ey, du spittest keine Bars, aber 13 Liter Wasser. Du gewinnst das. Es wirkt wie eine Roasting-Session. Ey, du spittest keine Bars, aber 13 Liter Wasser. Du gewinnst das Battle nicht, aber kann schon sein, dass du mich nass machst. Ja? Ja, ich bin Alkoholiker. Ich dachte, 3 Monate Klinik würden dann locker reichen, aber ich stehe dem gegenüber und frage mich, wie? Ha? Wie soll ich da trocken bleiben? Und dann auch noch eine Rechtschreibschwäche. Dein Deutschlehrer erreichte da nichts. Du sabberst, wie du abnimmst. Und du schreibst, wie du sprichst. Deine Mimik? Schwierig. Deine Gestik? Geht nicht. Kommt es zum Reimen und du suchst einen Bösen, machst du immer so, als würdest du einen imaginären Rubik's Cube lösen. Ey, dein Lieblings-Battle-Rapper ist A-Ward. Denn der steht zu seiner Religion als MC. Der folgt dir seit neuestem auch auf Insta. Ich finde, du hast den Award nicht verdient. Nein, nein, nein. Ihr setzt euch für das Gleiche ein. Ich hab das schon gecheckt, Bro. Ist eine Ehre für dich. Der folgt dir auch nur 5000 Leuten und darunter ist Max Stone. Der Goat, Alter. Du hast deine Battle-Rap-Karriere schon ad acta gelegt. Benennst dich überall um zu Goiner-Magen-OP. Du hießt mal... Also kurz zur Erklärung. A-Ward ist ein weißer, christlicher Battle-Rapper. Ein guter Battle-Rapper auf jeden Fall, aber also ist nicht all-time Top 50, nicht mal ansatzweise drin, in keinen Top 10 oder Top 20 auch. Aber er ist ein guter Battle-Rapper, der auch für Highlights sorgt und momentan auch gut gebucht ist. Und warum denn natürlich der sein Lieblingsrapper ist, ist, weil A-Ward bekennender Christ ist und Goiner ja auch sehr, sehr gläubig ist. Goiner-Battle-Rap hieß er doch. Frage, das klingt so nach echtem MC. Gibt's den noch? Er ist auch einer der genialsten One-Liner ever, auf jeden Fall von Chris Kotzen. Rap am Mittwoch. Wie hat er gesagt? Bist du da? Bist du nicht hier der Champ von Rap am Mittwoch? Bist du doch. Frage, das klingt so oldschool. Gibt's die noch? So gut. MC Goiner steht für Name-Dropping, aber diesmal hat er seinen eigenen Name gedroppt. Und A-Ward denkt sich nur, who the fuck is Joyner making up? Aber ich verstehe das, Bro. Du gibst dir den Namen nach etwas, was dich besonders sein lässt und gerade umgibt. Nächstes Jahr, Goiner, Unterstrich, Sprech- und Sprachtherapie. In deinen Insta-Stories erzählst du uns, wie dein Mitbewohner dich abstechen wollte. Und ja, das Thema ist mies. Er ist krank und ganz egal, welche Medis er kriegt, du hattest Angst, weil du nur ein Zimmer neben ihm liegst. Und Ausziehen in deiner damaligen Lebenslage war wahrscheinlich nicht drin. Schwierig zu organisieren und vermutlich zu teuer. Aber warum erzählst du das Instagram und nicht einfach deinem Betreuer? Hast du, okay. Ey Bro, ich verstehe das. Ne? Du hattest um dein Leben Angst. Aber jetzt mal unter uns, sag mal, wie lange wohntest du eigentlich mit Mars B zusammen? Echt gute Frage. Das ist lange gewesen, Alter. Ey, du hast gesagt, du bist pornosüchtig. Ja, hat er gesagt. Du hast gesagt, du bist pornosüchtig. Und er sagt dem das und MC Goiner kichert sowieso nicht. Süchtig. Das ist auch der Grund, also mich haben so viele Leute gefragt, denen ich das erzählt habe, warum machst du denn das? Wer ist der Typ auf dem Flyer? Und dann habe ich ja auch so ein paar Dings gepostet, so ein paar Videos gepostet aus aktuelle Bilder, alte Battles. Die meinen so, das ist der, warum machst du denn das? Das ist eigentlich wirklich, das ist eigentlich ein Scherz. Aber vielleicht könnt ihr mich nachvollziehen, es war auch schwierig zu schreiben, weil er ist ja trotz allem noch ein Mensch und man will da auch nicht so sehr draufkloppen. Ne? Wahrscheinlich, wenn das Battle jetzt rauskommt und man das jetzt nochmal, das jetzt, was ich gerade sage, nochmal gegenschneidet, könnte es so klingen, als wenn ich das nicht ernst meinen würde jetzt gerade. Aber man muss ja auch aufpassen, weil das ist ja eine,
von allen geliebte Witzfigur, so ein Maskottchen, so, hey, das ist der Goini, das ist der Goini. Es gab ja noch nie ein Battle, oder es gab ja kein Battle, wo man sich dachte, oh, fuck, Alter, der war gegen MC Goiner oder was? Sondern es ist immer so, MC Goiner, ist immer mit einem Lächeln verbunden, ist immer mit so, ah, okay, ist ein Spaß-Battle, Punchlines, so. Also, es gibt keinerlei Ernsthaftigkeit. Damit will ich, darauf will ich damit hinaus. Ja, hat er gesagt. Du hast gesagt, du bist pornosüchtig. Heißt, du hast jeden Tag Gelüste. Aber wer wäre ich, darüber zu urteilen? Schäle ich, blame dich nicht für Süchte. Ich find's gut, wenn Leute dazu stehen und über ihr Leid klagen. Und Goini guckt ja immerhin nur Pornos, in denen die beiden vorher heiraten. Nein, du Sünder! Direkt beten nach dem Wichsen? Du bittest um Erbarmen. Erst Samen, dann Amen. Das ist eine gute Runde. Gute Punchlines dabei. Goini hat X-Hamster durchgezockt. Der hat gewichst und gewichst. Er blieb der Seite treu, weil er dachte, das X steht für Christ. Ey, das Filmchen ist vorbei. Die Muskeln erschlaffen. Das Tempo-Taschentuch fällt hinunter. Und bevor seine Augen sich schließen und er schlafen geht, betet er noch, dass Daddy unser sein. Wie... Wer von euch hat sich gerade versucht vorzustellen, wie das aussehen könnte, wenn MC Goiner sich alleine einen keult? Wie soll das funktionieren? Ich kann mir das wirklich nicht vorstellen. Vielleicht nach der Magen-OP jetzt. Da geht's wahrscheinlich, aber vorher war das doch, oder vielleicht ist er auch erst nach der Magen-OP steuersüchtig, ist auch gut. Merkt man eigentlich, was bei mir im Kopf rumschwirrt. Pornosüchtig geworden, weil es jetzt möglich ist. Die zweite Runde viel besser von Karanova als seine erste natürlich. Gar keine Frage. Wir beruhigen uns jetzt alle. Ich denke, ich bin der Einzige in dem Raum, der Pornos geguckt hat. Okay, let's go. Leute, Karanova kommt frisch aus der Entzugsklinik. Mach mal Lärm, bitte. Respekt. Das war ein nicer Schritt. Dafür braucht man Mut, Überwindung und meistens Griff. Doch ich mach dich hier oben kaputt. Am besten, du gehst in deine Klinik gleich zurück, ziehst deine Zwangsjacke an, gehst in die Gummizelle und das nur, damit Mars B nicht alleine ist. Für deine Sucht hast du jahrelang dein Leben geopfert, damit du für ein paar Stunden auf Parkham Schnee warst, hast den großen Teil deines Lebens eine alte Leber und in der Nase Bäder. Doch jetzt gehst du in die Klinik und ich gönne dir das vom Herz, gar kein Thema, doch es ist nur eine Frage der Zeit, bis du dir wieder den süßen Geschmack des weißen Pulvers holst, denn du liebst den Junkie-Flavor. Also mach mich nicht auf clean, du dumme Sau, das ist so ein Junkie, wenn ich auf seine Nase boxe, kommt da Pulver raus. Und dann nicht mal richtiges Koks, so billiges Pep wie bei so einem kleinen Penner. Selbst deine Mutter konsumiert besseren Stoff, du kleiner Schwätzer. Ich habe immer darauf gehört, was meine Mutter gesagt hat, denn ich wusste, Mama weiß es besser. Währenddessen hat der seiner Mutter den Stoff geklaut, denn er fand, Mamas weiß es besser. Und kurz klug zu scheißern, Mama weiß es besser. Er von Mamas weiß es besser. Nicht ganz sauber, aber natürlich wissen wir, worauf du hinaus willst. Und es hat ja auch gezogen. Und wirf mir ruhig vor, dass ich in jedem Battle choke. Digga, darauf habe ich selber keinen Bock. Doch im Gegensatz zu mir hat er noch nie seinen Text vergessen. Denn er hat die Lines in seinem Kopf. Doch du chokst im privaten Leben aufgrund der Lines in deinem Kopf. Ich spumpf dich gnadenlos. Sagst du, bist jetzt clean und willst deshalb Champion werden? Wovon träumst du nachts, mein Bro? Ich meine, früher die Nase voller Pep und heute greifst du nach dem Gürtel? Du bist nicht clean, du machst nur Suchtverlagerung. Und früher, zu deinen ersten Battles, sind deine Homies immer aus Hildesheim mitgekommen. Der Hildesheimer Represent Mamies.
Bilal, Mauser und noch ein paar andere Special Gs. Doch die konnten nicht verhindern, dass du ein Junkie warst. Du bist immer weiter gesunken in deinen eigenen Ruin. Dann hast du für ein paar Wochen Hildesheim den Rücken gekehrt. Bist nach Mallorca geflogen zu Toby High und Max Dawn. Das war dein großer Jackpot. Hast aufgehört zu konsumieren, dich bei der Entzugklinik gemeldet und mit den Jungs gestreamt. Das war dein großer Jackpot. Wie ironisch, Typen namens Max Dawn. Ja, Max Stone und Dirk Till machen Dope. Einfach zweimal großer Jackpot oder was? Zu deinen ersten Battles sind deine Homies immer aus Special Gs. Doch die konnten nicht verhindern, dass du ein Junkie warst. Du bist immer weiter gesunken in deinen eigenen Ruin. Dann hast du für ein paar Wochen Hildesheim den Rücken gekehrt. Bist nach Mallorca geflogen zu Toby High und Max Stone. Das war dein großer Jackpot. Du bist zu Toby High. Und Max Stone, das war dein großer Jackpot. Hast aufgehört zu konsumieren, dich bei der Entzugklinik gemeldet und mit den Jungs gestreamt. Das war dein großer Jackpot. Das war dein großer Jackpot. Ist da irgendwie Doppeldeutigkeit drin, die ich nicht sehe, oder was? Konsumieren, dich bei der Entzugklinik gemeldet und mit den Jungs gestreamt. Das war dein großer Jackpot. Wie ironisch, Typen namens Max Stone und Toby High haben dafür gesorgt, dass du von den Drogen wegkommst. Alles weg. Toby High hat Battles von dir gestreamt, damit die Leute sehen, keiner kann deine Lyrik toppen. Max Stone hat mit dir Challenges gemacht, damit die Leute sehen, du hast Skills, dich schocken. Erst seitdem du mit den Jungs befreundet bist, sagen die Leute, du hast es verdient, dich um den Gürtel zu boxen. Wer guckt denn diese Streams? Sei mal nicht böse, aber wie viel die Streams von denen haben doch locker nicht mehr Views, als das Diltily Forum User hat. Also, weiß nicht. Aber vielleicht ist die Bubble auch größer, als ich glaube, und jeder im Publikum weiß, was der meint. Kann auch sein. Du bist wie Harry Kane, weil du erstmal dein Team wechseln musst, ist überhaupt eine Chance auf den Titel zu bekommen. Was willst du heute gegen mich sagen? Dass ich nur wegen der Magen-OP 120 Kilo abgenommen habe und immer noch ein Dicker sei, dass ich aufgrund der Krankheit in den Beinen niemals glücklich sei? Richtig nice, aber ich bleib mit mir im Reinen, weil ich immer dankbar und zufrieden bleibe. Siehst du das hier? Das ist mein Behindertenausweis. Ich werfe ihn ins Publikum, damit auch jeder weiß, dass meine Behinderung egal ist, solange ich nicht Killer Mike. Aber es wäre ja auch nicht das erste Mal in Berlin, kurz vor Weihnachtszeit, dass ein Ausländer alles killt und sein Ausweis das Einzige ist, was in der Menschen mit. So geil, wie der Bernie im Lachen nach so einem übertriebenen, geilen Moment immer direkt übertreibt. Der Titel-Contender aus. Guck mal, was ich über die mache. Easy. 1-0. Easy. Ich hab dich gefickt, denn ich bin der bessere Lyrics-Test wie beide. Was bist du? Ich hab dich gefickt, denn ich bin der bessere Lyrics-Test wie... Was Scheiße, Alter. Fuck Steuerschuldner, mach ich mir meine Vita kaputt wegen ein paar tausend Euro. Egal. Ich hab dich gefickt, denn ich bin der bessere Lyrics-Test. Wir beide haben einen guten Stift, doch du spitzt ihn nicht. Für deutsche Battle-Rapper bin ich wie ein Hypnotiseur, weil sie Auge auf meinen Stift machen, während ich sie am Therapieren bin. Ich bin wie das und das, weiß ich. Schwierig, die Runde zu judgen. Ich würde die knapp an Karanova oder unentschieden. Also ich sehe die nicht bei Goyner, weil es halt wirklich redundant ist irgendwie. Und dieses ganze Toby High Max Stone Ding war irgendwie, weiß ich nicht, so ein geiler Engel. Ja, und Karanovas war halt wesentlich besser als seine erste, ne? Ich weiß nicht, entweder unentschieden oder knapp Karanova. Also Gesamtding jetzt unentschieden oder knapp Goynino. Ey, yo, keine zweite Lunte, Alter. Ja, gut. Überlass das den Comedians. Ey, yo, geile zweite Runde, oder was? Es gibt noch ein Finale. Ich bin richtig heiß drauf. Dritte Runde, let's go, Karanova. Robert!
Du hast dich entwickelt, aber denk mal nicht, du wärst der Boss hier. Du bist der Most Improved, so wie Triple Beat bei Top Tier. Du denkst, dass dein Gekritzel zu dem allerbesten Stift wird? Ja, du hast dich gesteigert. Herzlichen Glückwunsch, Robert. Du bist jetzt ein Mittier. Wir kennen uns persönlich gut. Private Infos über den Gegner droppen ist tabu. Das haben wir gesagt. Aber zu meinem Vorteil erzählt der Instagram und YouTube mehr als mir privat. Und ja, auf jeden, wir sind Freunde. Und Jesus ist dein Zeuge. Du hast für mich gebetet, als ich mir das Leben nehmen wollte. Du warst am Tiefpunkt für mich da. Das Resultat daraus ist, wie du mir, so ich dir. Ich bete heute Abend für dich. Du wurdest dein... Nice. Für jemanden beten, der sich das Leben nehmen will... Ja, das ist so, keine Ahnung. Meinem besten Freund sagen, ich habe 80.000 Steuerschulden, der sagt, ja, Bruder, ich denke an dich. Dein Leben lang ignoriert vom Glück. Du hast Liebe für jeden, doch jeder liebt dich nicht zurück. Du sprichst von Barmherzigkeit. Ich nehme dir alles ab wie ein Trickdeal. Um es mit Wessels Worten zu sagen, deine Liebe kommt zurück wie ein Frisbee. Im Dealer-Battle hast du gesagt, du hast die Frau deines Lebens gefunden. Offensichtlich warst du stolz. Die erste Freundin nach fast 30 Jahren. Ich habe mich für dich gefreut. Du teilst der ganzen Welt deine Liebe mit. Der Frauenversteher aus Nordkorea gibt jetzt auf Instagram Beziehungstipps. Das erste Mal Sex, das erste Mal ein echter Kuss. Paar Tage vor dem Joseph-Battle macht sie mit dir Schluss. Kann es... Versteht ihr mich jetzt? Guck mal, was man daraus allein Fieses hätte machen können. Wenn man nicht mit ihm befreundet ist, wie Karanova jetzt. Aber das ist dann auch ein Ding von, keine Ahnung, muss das sein? Und das Ding ist so, das Argument, dass das jetzt da schon passiert ist und bei uns, macht auch keinen Sinn, weil die Leute, die bei Top Tier Takeover deine Crowd stehen, wenn das ein paar hundert Leute sind, das sind nicht dieselben Zuschauer, also in Frankfurt, sind nicht dieselben Zuschauer wie bei Diltili in Berlin. Und lass es vielleicht 10, 15 sein oder 20 oder was. Und die Leute, die die Battles da gucken, sind auch nicht unbedingt dieselben Leute, die die Battles hier bei Diltili gucken. Deswegen könnte man könnte theoretisch, könnte das ganze Battle aufwärmen und bei Top Tier Takeover wird keiner im Publikum sagen, hä, das hat doch schon Karanova gebracht. Also ich könnte mal eine Umfrage machen, die meisten kennen den wahrscheinlich da nicht mal. Das ist jetzt nichts despektierlich gemeint. Ich meine nur, weil mittlerweile ist es ja nicht mehr so, Rapper Mittwoch hat eine 500.000 und ist überall ausverkauft, sondern Diltili macht ja jetzt die Zahlen, Views und Location-mäßig. Aber ich meine das halt, was das Publikum angeht. Ne? Also das könnte ich trotzdem noch machen. Kann es sein, dass bei den Battles ein Zeitraum von exakt 35 Tagen dazwischen liegt? Nach Adam Riese hat sie dich nicht geliebt. Heißt, du warst für deine Traumdame überflüssig wie deine Aussprache. Du musst lernen, von deiner Verliebtheit nicht... Du musst lernen, deine Verliebtheit nicht jedem zu erzählen. Da bist du halt noch unreif. Deine Liebe ist einseitig. Und das bringt mich zu Punkt 2. Deine Eltern gaben dich ab, denn du warst nur eine Last. Zum Glück gab's neben Gott noch Verwandte, die für dich da waren. So wuchst du auf bei Onkel und Tante. Sie zogen dich groß, wie eine Mutter und dein Vater. Dein Leben ein Trümmerhaufen, um dich herum gab es nur Drama. Man könnte meinen, du verdankst ihnen alles, was du hast. Sie waren immer für dich da, ich mein, du warst sogar im Knast. Ja, Mann, der war im Knast, habt ihr nicht gewusst, wa? Aber der macht immer so auf hart. Und der Grund, dass er hinter Gittern saß, war kein Finger, der am Trigger war, kein Stich im Park oder nicht mal paar Kilo Gras. Die Geschichte war, dein Onkel hat eine Autoversicherung auf deinen Namen abgeschlossen, die er nicht beglichen hat. Schade. Einschluss, Kopfweh, stickige Knastluft, die du einatmest, Gemeinschaftsduschen, Schamgefühl, man sieht dich nur im Schweißbaden. Dein Durchdrehen in der kleinen Zelle ist nur noch eine Zeitfrage und du merkst in deiner Scheißlage, du warst kein Sohn für deinen Ziehvater, du warst nur eine Gefängnisfreikarte. Du hättest alles gegeben, was du hast, weil du in deinem Herz so viel Liebe hattest. Du gehst für ihn in den Knast, er für Kindergeld zur Familienkasse. Und dann redest du noch von Street Credibility. Finde ich ganz schön seltsam. Das ist keine Street Cred. Robert, das sind einfach schlechte Eltern. Und auf irgendeine Art und Weise ist das eine Form von Missbrauch. Du sagst jedem, dass Jesus ihn liebt. Und niemand sagt, er dich auch. Zeit.
Ja, hat er ein schweres Thema aufgemacht, wollte jetzt auf die, was ist nicht Tränendrüse, aber so ein bisschen auf die Emotionen, auf dieses ins Herz pieksen und so. Das Ding ist, Karanova ist da gar kein Typ für. Es kommt nicht hasserfüllt rüber, es kommt nicht boshaftig genug rüber. Böshaftig? Boshaftig. Ihr wisst, was ich meine. Und es steht ja immer noch, die proklamieren sich ja immer noch, dass das, ihre Freundschaft, deren Freundschaft. Das sind Freunde. So, und das ist, was ist das dann hier? Also wenn, dann macht das so wie Jamie und Brian, wo du wirklich das Gefühl hast, das sind Freunde oder waren Freunde und die geben sich richtig, anstatt so ein Thema aufzumachen und dann irgendwie halbgar. Also ich finde, dann mach dich lieber noch eine Runde über den lustig oder mach das Ding aber richtig vernichtend. Weil so ist das, weiß nicht, irgendwie Perlen vor die Säue irgendwie. Keine Anspielung auf Gornis Figur. Und da ist Gorni auch noch gut weggekommen auf jeden Fall, weil ich denke mal, der hat bei der Runde auf jeden Fall schon gut geschwitzt. Aber die Crowd-Reactions haben ihn jetzt nicht, glaube ich, noch schlimmer fühlen lassen, als er sich eh schon gefühlt hat. Also das hat ihm jetzt, glaube ich, gar nicht so großartig wehgetan. Yo, als ich dein erstes Battle gesehen habe, und man darf auch nicht vergessen, also man muss natürlich anmerken, ich kenne das selber, ich habe gegen Craze, glaube ich, keinen einzigen Konter gebracht, weil das gegen Mikesh in die Hose gegangen ist. Hier ebenfalls erste Runde versucht zu kontern, hart gescheitert und dann zweite, dritte Runde einfach gar nicht mehr. Richtig direkt herausgefordert, denn ich habe gesehen, du hast Potenzial mit deinen Bars, hattest zwar keine Struktur, aber da... Hä? Wie redet der denn jetzt? Oh, als ich dein erstes Battle gesehen habe ich dich direkt herausgefordert. Denn ich habe gesehen, du hast Potenzial mit deinen Bars. Ne? Was? Wie war denn bitte Karanovas erstes Battle, dass Goini sich gedacht hat, ja, der hat Potenzial mit seinen Bars. Also wenn der sich noch ein bisschen besser macht, dann könnte der eventuell... ich gehe mal davon aus, dass Karanovas erstes Battle direkt Minimum auf Goiner-Level war. Also wahrscheinlich drüber auch. Also. Hat es zwar keine Struktur, aber dafür Style und Punches mit am Start. Und nach ein, zwei Jahren warst du für viele schon ein Titelcontender. Spätestens nach deinem Massaker mit Mars, doch dann hast du deinen Style geändert. Nur weil du dachtest, dass die Masse das so mag. Heute trägst du Treadlocks, sagst gleichzeitig, du bist politisch korrekt und steckst und nach deinem. Also nochmal. Und sagst, du bist politisch korrekt und stehst ganz unten auf der Karte. Was soll ich dazu anderes sagen, außer Craze? Du hast dich verändert. Alles sagen. Apropos Craze, gegen den kommst du auf einmal mit Treadlocks und die Begründung, weil Craze mal Treadlocks hatte. Wie krass war das? Doch dann habe ich nochmal drüber nachgedacht und dachte mir nur, what the fuck? Ich meine, deine Lines, die waren gut. Ich fand deine Passagen spitze. Doch du änderst was an deinem Körper, nur damit deine Punches besser sitzen. Seit diesem Tag tut dein Gedanke mich so quälen. Das ist ein super langer Aufbau. Das ist Hello the Dawn. You can see him coming from a mile away. Ne, das ist jetzt, geht jetzt 20 Sekunden. Du hast für Craze, du hast, weil Craze Dreadlocks hatte, hast du dir auch welche gemacht. Da weiß man direkt, okay, der zweite oder dritte Satz ist jetzt, ja, nimmst du für mich jetzt, machst du für mich jetzt auch eine Magen-OP oder nimmst du für mich jetzt zu oder machst du für den Gegner auch das und das oder machst du das und das nicht? Das ist halt. Mit Treadlocks. Apropos Craze, gegen den kommst du auf einmal mit Treadlocks und die Begründung, weil Craze mal Treadlocks hatte. Wie krass war. So, und da weiß jetzt jeder, der Battle Rap hört oder selber Battle Rap macht, okay, jetzt kommt ein Vergleich zu, machst du dann auch das, wenn das und das ist? Ah, das. Doch dann habe ich nochmal drüber nachgedacht und dachte mir nur, what the fuck? Ich meine, deine Lines, die waren gut. Ich fand deine Passagen spitze. Doch du änderst was an deinem Körper, nur damit deine Punches besser sitzen. Seit diesem Tag tut dein Gedanke mich so quälen. Was machst du, wenn du gegen Hansen battlest? Eine minderjährige Frau bekrapschen, nur damit du sagen kannst, du weißt, wovon du redest? Oder wenn du gegen Mars B battlest und ein Rematch hast? Schlagst du dir dann selber in die Fresse, nur um zu zeigen, wie tief du sinken kannst? Was wolltest du gegen mich bringen? 100 Kilo zunehmen? Um zu sehen, was für ein Struggle ich doch hab? Hast du ein Glück, dass ich abgenommen hab? Der hat seine Haare
Haare präsentiert, als ob du der größte Styler warst. Doch mit den Dreadlocks siehst du aus wie Peter Griffin in dieser einen Folge, als er in Jamaika war. Und den Vogel abgeschossen mit folgender Line: An alle Schwarzen, die sich verletzt fühlen, meldet euch bei mir. Ist mir wirklich wichtig. Und auf einmal hört man in der Crowd Lache. Und er so: Warum lacht ihr? Das war doch gar nicht witzig. Und daran erkennt man in der Crowd ein paar rassistisch leider. Denn für dich war es wirklich kein Witz, aber für die war es einer. Und deshalb sagt ruhig, dieser Engel trifft nicht. Doch ich weiß, er trifft voll. Denn die Tatsache, dass dieser weinende Troll eine afrikanische Frisur in einer von Schwarzen gegründeten Kultur als Gimmick benutzt und ihr ausrastet, zeigt mehr über euch aus, als ihr euch eingestehen wollt. Doch bleibst du bei der Frisur? Zeig mir, dass du bleibst einer dieser wecken Lappen, die immer vom Realness quatschen. Doch kommt der Titel, alles für die Attention machen. Deine Frisur ist wie der Twitter-Account von Donald Trump. Denn du bringst nur weiße Leute mit deinen Shreds zum Lachen. Und hiding. Du Arachnuff-Obi! Du bringst nur weiße Leute mit deinen Dreads zum Lachen. Also Dreads sollen jetzt Threads sein. John hat in seinen alten Battles rassistische Lines. Also battle ich gegen ihn und sag zu ihm: Ey, du hattest in deinen alten Battles rassistische Lines. Und wie ihr darauf reagiert habt, war einfach schlimm. Nach dem Motto: Hä, der kann doch gar nicht rassistisch sein. Guck mal, wie nett der aussieht. Das macht keinen Sinn. Lustigerweise hatte Mars B. 3 Monate vorher denselben Engel gegen denselben Gegner und hat ihn damit gleich zerfickt. Er hat ihn einen verkackten Rassisten genannt und auf dem Video sieht man, wie jeder es am Feiern ist. Und in den Kommentaren so, wie Mars B. Hiding John auf seine Privilegien aufmerksam macht, ist einfach okay. Doch wenn ein von Rassismus betroffener Zigeuner dasselbe macht, macht es auf einmal keinen Sinn. Ja, weil es das... Hey, Junge. Ich bettel den wirklich, ne? Ja, wenn das einer vorher macht und das reinballert, dann feiern die Leute das. Und wenn das danach jemand nochmal macht und aber schlecht macht, dann wundert euch doch nicht, dass die Reaktionen ausbleiben. Das hat doch nichts mit der Moral der Leute zu tun. Junge, Junge. Jeden Tag saß ich in der Bahn und wurde rassistisch angegriffen. Das ist kein Spaß, ey. Da sagt es ein Deutscher und meinte zu mir: Leute wie dich, Leute wie du dürften nicht mehr atmen. Leute wie dich sollte man wieder vergaßen. Und seit diesem Tag wusste ich, dieses Land besteht zum größten Teil aus Heuchlern. Denn wenn ein Weißer einen anderen Weißen rassistisch nennt... Ja, aber das ist doch nicht... ...sollte man wieder vergaßen. Und seit rassistisch angegriffen. Das macht keinen Sinn. Am selben Tag saß ich in der Bahn und wurde rassistisch angegriffen. Das ist kein Spaß, ey. Da sagt es ein Deutscher und meinte zu mir: Leute wie dich, Leute wie du dürften nicht mehr atmen. Leute wie dich sollte man wieder vergaßen. Ja, aber das ist doch kein rassistischer Angriff. Das hat doch nichts mit deiner Herkunft zu tun. Ich glaube, ich muss das nicht weiter ausführen, oder? Und seit diesem Tag wusste ich, dieses Land besteht zum größten Teil aus Heuchlern. Denn wenn ein Weißer einen... Ach krass, erzähl. Und jetzt werden hier aber die Secrets ausgepackt. Das Land besteht aus Heuchlern? Hä? Und Leute haben keine Moral? Und sowas wie White Guilt? Gibt's... Was? Jetzt löst er aber hier das Geheimnis auf. Tag wusste ich, dieses Land besteht zum größten Teil aus Heuchlern. Denn wenn ein Weißer einen anderen Weißen rassistisch nennt, wird akzeptiert, als wäre er ihr Leugner. Doch kommt die gleiche Thematik von einem betroffenen Zigeuner, sagen sie: Zigeuner nervt mit seinem Gelaber über Rassismus. Herzlich willkommen in Deutschland. White Guilt. So. Es gibt halt immer noch ein paar Leute, die nicht sehen, dass die Lines wack sind von dem oder dass das einfach... nicht gut gemacht ist, sondern die denken sich so: Was? Ich bekomme hier gerade von einem Ausländer irgendwas über meine Moral erzählt. Ja, du hast recht. Guck mal. Es wird nur Sinn machen, wenn Goini das zuerst gemacht hätte. Wenn Goini sich vor Hiding John stellt und einen vernünftigen Angle hat, dass der ein Nazi ist und die Leute das nicht feiern,
So, und dann Hiding John 3 Monate oder 4 Monate später gegen Mars B battelt und da so ein Angle um die Ohren bekommt und die Leute sind so, yeah! Nur dann wird es Sinn machen. Mars B hat das vor dir gemacht und er hat es gut gemacht. Du hast es nach ihm gemacht, die Leute kannten schon und es war schlecht. Das hat nichts mit zu mit Herzlich willkommen in Deutschland. Herzlich willkommen im Battle Rap, Alter. Die Leute sind da nicht. Ein bisschen haben die Leute auch was im Kopf. Rassismus wird erst anerkannt, wenn ein Weißer es sagt. Das ist einfach. Junge, da macht der Goini. Der Goini macht das Fass auf. Das Rassismus-Fass. Das ist wirklich krass, ey. Da haben wir einen richtigen, richtig guten Redner an der Spitze. Wenn ihr euch für uns nicht einsetzt, legen wir unser Schicksal. Das ist wie Schach, weil die dunklen Menschen nur vorankommen, wenn ein weißer Bauer. Jetzt kommt wieder das Erklärungsding. Weiße Bauern, schwarze Bauern. Gab es auch selten den Vergleich. Schwarzer König, weiße König. Wenn ein Weißer es sagt, das ist einfach bitter. Wenn ihr euch für uns nicht einsetzt, legen wir unser Schicksal. Das ist wie Schach. Das ist wie Schach, weil weiße Bauer und König gehen und wenn dann in den Zug und dann ist so die Regel, da darf der Turm und das Pferd überspringt den Läufer. Weil die dunklen Menschen nur vorankommen, wenn ein weißer Bauer den ersten Schritt macht. Guck mal, Bro. Das ist so schlecht. Das kannst du keinem Ausländer mit IQ über 80 zeigen. Niemand, kein von... Von Rassismus betroffener Ausländer wird das sehen und sich denken, ja Mann, der hat recht, Alter. Endlich sagt das mal jemand so vernünftig. Bist mein Bro, die Runde ging mehr gegen die Gesellschaft als gegen dich. Also chill, mein Schatzi. Und ich sag auch nicht, Karanova oder Heiligen John haben rassistische Gedanken. Ihr alle habt sie. Ja. Der haut aber die Geheimnisse hier raus, ey. Wie? Und bevor ihr euch jetzt wieder fragt, warum muss Goiner immer über Rassismus rappen, fragt euch mal lieber, warum muss Goiner immer über Rassismus rappen? Wenn ich was zu sagen habe, dann sage ich es. Dafür brauche ich keinen Mut. Das hier ist nicht der Zweite Weltkrieg. Glaub mir, mein Dude, denn ich fahre nicht die Nazi-Schiene. Ich zerstöre nur die Weichen, die eure Vorfahren erbaut haben. Auch wenn ihr heute auf blauäugig tut, das kann gar nicht der Zweite Weltkrieg sein. Denn im Gegensatz zu meinen Vorfahren springt dieser Zigeuner niemals auf den Zug. Dritte Runde vorbei. Von diesem Zigeuner rappt über meinen Körper oder meinen Glauben. Doch diese Antwort ist kein neues Tier meiner Lines. Denn so macht es jeder hier in Deutschland. Es gibt viele Weiße. Rapper mit Dreadlock, aber es gibt ein Zigeuner! Und da sind wieder die 150 Leute, die mitschreien. Lieber Baller! Ey, was für ein Killer-Band oder was? Mach mal Lärm! Brutale Leistung von beiden MCs, wir haben noch keine Ahnung, 3 Battles vor uns. Ich hab richtig Bock. Ach so, ist der Sound aus dem Mikrofon. Fester Konz, mein 10. Geburtstag. Bitte noch mal einmal Lärm machen für Karanova und MC Goiner. Boah, ich bin ganz ehrlich, ich habe gar keinen Bock, mir die Scheiße am 1.11. da anzuhören. Ne? Deswegen bist du wie Stephen Hawking. Super reich, aber eigentlich behindert und ohne Technik. Und oh mein Gott, Alter. Der wird das so ernst nehmen, dieses Battle. Der denkt jetzt wirklich, wenn er da jetzt Rambazamba macht und da irgendwelche Interne ausplaudert und krasse Vergleiche und Real Talk bringt, dass der mich da irgendwie... Mann, ey. Ich hab wirklich gar keinen Bock. Das wird voll anstrengend. Egal, aber ich habe jetzt voll Bock, meine 3 Runden noch ein paar Mal durchzugehen. Jetzt, wo ich den nochmal gesehen habe, habe ich nochmal ein bisschen gut Feuer bekommen. Also, meine Lieben, ich glaube, das ist bis dahin schon durch. Holt euch Karten, wenn ihr aus Österreich kommt, holt euch Karten für mein Comedy-Solo in Wien. Alles andere dürfte ausverkauft sein zu dem Zeitpunkt. Oder wird auf jeden Fall noch ausverkauft. Genau, 19.11. in Wien, Samuel Sibilski, übertreibt nicht. 1.11. in Frankfurt, wenn es noch Tickets gibt jetzt gerade, holt euch die letzten MC Goiner gegen Cynic. Ja, was soll ich dazu sagen? Haut da rein.